Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotions. Die Nations League steht vor der Tür. 5. Spieltag am 15., 16. und 17. November. Es sind viele Spiele und ich werde versuchen, es nicht allzu in die Länge zu ziehen. Wir fangen an mit dem Spiel Belgien gegen Island. Und da haben wir natürlich klare Voraussetzungen. Belgien ein klarer Favorit. Da lohnt es sich nicht drauf zu setzen. Die Belgier werden das Spiel mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit gewinnen. Aber was mir für eine 6er-Kombi gut gefällt, ist über 3 Tore. Da gibt es noch eine Quote von 1,65. Und wenn man die letzten Spiele der Belgier anschaut, die spielen zu Hause. Warum sollten die hier nicht mehr Tore schießen als im Hinspiel, als es in Island 3:0 ausging? Und auch die anderen Spiele der Belgier gegen, sagen wir mal, schwächere Teams, denn das 1:1 gegen Holland sehe ich jetzt mal nicht als Maßstab, sollte doch dann einlaufen. Und auch bei Island-Spielen sind immer viele Tore gefallen. Und bei 3 Toren kriegt man in diesem Fall das Geld zurück. Oder in der 6er-Kombi gilt die Wette dann als Quote 1 und die Kombi platzt nicht. Von daher ganz gut. Beim Handicapping muss man hier eine unfaire Linie sehen, denn eine minus 2,5 auf Belgien bekommt ungefähr eine 2er-Quote und eine 2-Tore-Puffer auf Island auch. Also hier 3 Tore Vorsprung für Belgien oder eben bei 2 Toren Geld zurück. Das ist schon ein Unterschied. Würde trotzdem hier die Finger davon lassen, da man die Isländer ganz schwer einschätzen kann. Die sind nicht mehr so stark wie von vor 2 Jahren, aber abgeschossen wie im Spiel gegen die Schweiz werden sie wahrscheinlich auch nicht. Das nächste, Österreich gegen Bosnien-Herzegowina. Hier interessant, die Quoten 2:0 für Österreich und 4.0 auf die Gäste aus Bosnien, die aber das Hinspiel 1:0 gewonnen haben. Und bei den Österreichern, die ja, haben ähnliche Probleme wie die Deutschen. Bei denen läuft es einfach nicht. Und wenn man dann mal schaut, die Bosnier haben Edin Dzeko, Pjanic und noch ein paar andere, die man schon mal gehört haben könnte. Aber gerade mit Dzeko und Pjanic eine brutale Offensive. Und die führen nicht umsonst hier diese Gruppe klar und deutlich mit 3 Siegen aus 3 Spielen an. Da finde ich die Quote von 4:0 viel zu hoch auf die Österreicher, die zuletzt gegen Dänemark 2:0 verloren haben. Schauen wir mal die Heimspiele der Österreicher an. Gut, 1:0 gegen Nordirland kann man mal gewinnen. Schweden, gut, ja, passt auch. Die Deutschen haben die sogar besiegt, wow. Aber hier die Bosnier, ja, bei den Türken 0:0, okay. Auch mal zu Hause gegen die Österreicher gewonnen. Naja, alles in allem, wie gesagt, die Quote finde ich zu hoch. Hier 2 oder X für die 6er-Kombi, wo man eine Quote von 1,6 oder besser braucht, damit bei 5 von 6 richtigen die Kombi nicht platzt, sehe ich mal als guten Tipp. Ein fast noch besserer Tipp wäre, dass hier Bosnien ein Tor oder mehr schießt. Bei einem Tor gäbe es das Geld zurück. Und bei der Quote von 2,35 ist das sehr attraktiv, wenn man einen Edin Dzeko im Sturmzentrum hat, wenn der denn spielt. Beim Handicapping Österreich-Sieg oder Bosnien X2 würde ich mich auch für Bosnien X2 entscheiden. Komisch, hier sieht man mal wieder, dass die Double Chance eigentlich nicht immer so super ist. Wir bekommen hier auf eine Double Chance 2x eine Quote von 1,76. Das ist das identisch gleiche, wie wenn man auf Asian Handicap 0,5 plus setzt und da bekommt man aber eine Quote von 1,85. Also immer lieber das Asian Handicap plus 0,5 nehmen, dann fährt man besser. Das ist schon ein gewaltiger Quotenunterschied, das muss man hier schon mal sehen. Für eine Einzelwette bombastisch finde ich auch die Quote von 2,77 bei Asian Handicap 0 auf Bosnien. Wie gesagt, wenn die hier verlieren, ja, wäre das schon entgegen den bisherigen Ergebnissen.
Man impliziert dabei immer die Stärke der österreichischen Mannschaft und die Qualität, die sie bei anderen Quali-Spielen in der jüngsten Vergangenheit hingelegt haben. Mit Burgstaller, Arnautovic, ist Burgstaller nicht verletzt sogar? Zulsch, oder wie man den ausspricht, Alaba, Grilic, das sind schon alles bekannte Leute, die man aus der Bundesliga alle kennt. Also das ist schon wirklich fast eine Bundesliga-Auswahl. Nicht zu unterschätzen, aber ja, was soll ich da noch sagen? Bosnien wird sich hier nicht kampflos ergeben. Ein Spiel, bei dem die Quoten auch ein bisschen in der Vergangenheit hängen, ist das Spiel der Kroaten gegen die Spanier. Das Hinspiel endete in Spanien 6-0. Ein bisschen zu hoch, wenn man bedenkt, ja, die Kroaten sind ja im WM-Finale gestanden. Dass es nochmal so ausgeht, wage ich zu bezweifeln. Die Spanier können hier natürlich gewinnen, aber ich denke, die Kroaten werden zu Hause ein ganz anderes Gesicht zeigen. Auf Sieg der Kroaten setzen wahrscheinlich nur Kroatien-Fans. Das bin ich jetzt mal nicht. Aber was mir hier auch gut gefällt, dass Kroatien mindestens ein Tor schießt, vielleicht auch zwei, dann haben wir eine Quote von 2,2. Ja, ist halt das Problem, dass die Wette platzt, wenn sie keins schießen oder das Geld eben zurückgezahlt wird, wenn sie genau eins schießen. Das Problem beim Handicapping ist hier auch, da gibt es einen riesen Quotensprung zwischen Asian Handicap 0 und einem Double Bet, also 1x auf Kroatien. Das halte ich jetzt hier auch ein bisschen schwierig, darauf zu setzen. Spanien-Sieg bei einer Zweierquote, ja, kann man natürlich machen, aber ich tendiere hier eher darauf, dass auf der Seite der Kroaten das Value liegt. Deswegen gefällt mir hier diese Quote, dass Kroatien ein Tor schießt, gut. Vielleicht treffen sie auch öfter, dann hat man hier quasi die Statistik des Buchmachers geschlagen oder die Erwartung aufgrund des, das war ein Ausreißer im Hinspiel. Wenn die jetzt nochmal so hoch verlieren, dann war es kein Ausreißer. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, die Kroaten sind jetzt zu Hause wieder das Team, das bei der WM Zweiter geworden ist. Griechenland, Finnland, da schau her. Wie ist das Hinspiel ausgegangen? Die Finnen haben 1-0 gewonnen, denn die führen auch in dieser Gruppe und bekommen hier in Griechenland eine 4,33er-Quote. Auch das ist nicht ganz korrekt. 5-0 Tore haben die Finnen, 12 Punkte, aber irgendwie hat die Finnen überhaupt keiner auf der Rechnung, also die Buchmacher zumindest definitiv nicht. Ich habe bisher in jedem Nations League Spieltag auf die Finnen gesetzt, werde das auch in diesem Spiel tun. Gegen Griechenland ist nur die Frage, wie. Also auf Sieg ist mir auch in Griechenland ein bisschen zu heißes Eisen. Korrigiere, Finnland hat sogar 2-0 gewonnen, genau. Und haben zuletzt die Esten zu Hause deklassiert mit 1-0. Und ein Hüb Stevens würde ins Schwärmen kommen aufgrund der Ergebnisse 2-0 gegen Griechenland, 1-0 gegen Estland, 1-0 gegen Estland, 1-0 gegen Ungarn. Mein lieber Herr Gesangsverein, die Finnen, die rühren mal Beton an und schießen auch Tore. Fast schon frech ist dagegen die Double-Bet-Quote, Double-Chance-Quote mit 2x auf die Finnen, würde aber immer noch gut in die Kombi passen. Besser gefällt mir aber da was anderes, und zwar, dass beide treffen hier nein. Also dieses Spiel aufgrund der bisherigen Ergebnisse deutet auf ein torarmes Spiel hin. Die Finnen werden sich auswärts hinten reinstellen. Selber sind sie maximal für ein Tor auswärts gut, vielleicht maximal für zwei. Aber da muss schon Weihnachten ein bisschen vorverlegt werden. Und die Griechen selbst, ja, die sind jetzt keine Tormaschinen, spielen auch eher defensiv. Also hier 1-0, 0-0, das sind so Ergebnisse in dieser Range für beide Seiten offen, deswegen würde ich hier fast sagen, dass beide nicht treffen, aber die Quote macht mich nicht an. Als Einzelwette würde ich Asian Handicap 0 auf die Finnen gehen, dass man bei Unentschieden das Geld zurückbekommt. Aber ich würde hier fast drauf wetten, dass es hier zur Halbzeit unentschieden steht. 0-0. Wenn man das Ergebnis hier vielleicht setzen würde, würde ich aber fast nicht. Oder die Quote von 1,84 ist schon sehr niedrig dafür.
Tore in der ersten Halbzeit unter 0,5 gibt nur eine 2,25er Quote. Also da ist man dann mit dem X zur Halbzeit ganz gut bedient. Als Einzelwette, wie gesagt, würde ich zu den Finnen mit Asian Handicap 0 tendieren. Holland-Frankreich mit dem Favoriten, dem Gastteam, dem Weltmeister. Hinspiel in Frankreich 2:1. Und die Holländer haben ja auch Deutschland besiegt. 3:0. Hatte ich nicht mehr ganz im Hinterkopf. Wusste nur, dass die Deutschen da nichts gerissen haben. Und von daher, warum sollen die Holländer zu Hause jetzt hier so gravierende Außenseiter sein? Die sind wieder im Kommen. Die Frage ist nur, was ist drin für die Holländer? Von Sieg über Unentschieden bis zu einer knappen Niederlage steigt die Wahrscheinlichkeit natürlich. Und von daher auf Frankreich zu setzen, ist mir hier ein bisschen zu wackelig. Ich könnte mir nämlich hier ganz gut ein Unentschieden vorstellen. Und da gibt es dann mehr, wenn man auf die Holländer setzt. Nämlich bei Asian Handicap 0,5 gibt es 1,62. Und hier nochmal der Double Chance Vergleich. Wieder Double Chance mit einer geringeren Quote von 1,58. Wie viele Tore schießt Holland? Mindestens eins zu Hause. Das ist eine Quote von 1,67. Bei zwei Toren ist diese Wette gewonnen. Sonst zählt diese Wette als Quote 1, außer die Holländer treffen gar nicht, was ich jetzt fast in einem Heimspiel ausschließen würde. Denn dafür sind die Niederländer einfach zu offensiv stark, die wollen Tore schießen, die Franzosen allerdings auch und deswegen eröffnen sich dann hinten schon Möglichkeiten, Tore zu schießen für die Holländer. Und wieder wird das Video so lange, obwohl ich mir wirklich vorgenommen habe, kurz zu werden. Das ist echt unfassbar. Aber dann habe ich zum Abschluss noch einen richtigen Kracher mit Gibraltar gegen Armenien. Und dann finde ich hier den größten Quotenfehler in der Geschichte der Menschheit. Gibraltar hat das Hinspiel in Armenien 1:0 gewonnen. Hat jetzt eine Quote von 17 in dem Heimspiel gegen Armenien. Da frage ich mich schon, warum. Da müsste ja Armenien in Gibraltar die Gastgeber total abschießen. Und wer schon mal die armenische Fußballliga verfolgt hat, der weiß, alles, was die Armenier oder das, was die Armenier am meisten hassen, ist Tore schießen. Auch wenn das 4:0 gegen Mazedonien jetzt ein bisschen drüber hinwegtäuscht, aber das war ja auch, weil Mazedonien eine rote Karte bekommen hat. Okay, das war in der 90. Minute oder in der Nachspielzeit, aber Mkhitaryan hat dann ja noch ein Tor geschossen. Alles in allem, ja, die Armenier haben eigentlich nur Mkhitaryan. Und es ist eigentlich unfair den Gibraltaris gegenüber, die jetzt zwei Siege in Folge gegen Fußballweltmachten wie Armenien und Liechtenstein hingelegt haben, dass die so eine hohe Quote haben. Und hier lohnt sich Quotenvergleich, denn wie wir gesehen haben, war die Quote bei Bet365 bei 17,0 und hier ist sie bei VBET bei 12,0. Wer jetzt wirklich von einem Sieg Gibraltars ausgeht, der sollte hier definitiv woanders wetten. Wir schauen trotzdem hier, weil in den Asian Handicap-Bereichen sieht es dann ja vielleicht ein bisschen anders aus. Aber auch gefährlich knapp, denn wir bekommen hier keine 1,6er-Quote dafür, dass Gibraltar nicht höher als zwei Tore verliert. Und das ist eigentlich zu wenig. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Gibraltar wirklich nochmal gewinnt. Aber in so einem 3-Tore-Puffer würde ich mich definitiv wohler fühlen. Aber frech sind auch die Torquoten von Armenien, denn wenn man hier drauf setzt, dass die nur zwei Tore oder weniger schießen, bekommt man eine 1,5er-Quote. Also das passt dann doch nicht mit der großen Favoritenrolle zusammen. Und darauf zu setzen, dass sie mehr als 2,5 Tore schießen, wäre schon ein bisschen geisteskrank. Wir reden ja hier immer noch von Armeniern. Aber zwei Tore genau, wenn sie dann am Ende wieder abkacken, dann ist man natürlich auch wieder gekniffen, meinte ich. Alles in allem gefallen mir diese Quoten überhaupt nicht. Im besten Fall geht man wieder davon aus, dass es hier zur Halbzeit 0:0 steht, weil keiner irgendwie hier zu viel riskieren will. Ein X zur Halbzeit bei einer Quote von 2,44, okay. Aber es ist schon echt schade, dass hier diese Quoten so gut gemacht sind, dass man hier sich schwer tut, obwohl eigentlich dieses Verhältnis nicht stimmt. Aber
wer setzt denn bitte auf Gibraltar? Also als Einzelwette mit einem kleinen Einsatz, als Spekulation ein 1x, könnte natürlich Value haben, aber im Endeffekt, ja, es ist halt Gibraltar. Aber einen habe ich noch. Malta gegen Kosovo. Hier trifft eine Insel, eine kleine Insel mit laschen Steuergesetzen und sonstigen Problemen auf eine richtige Fußballmannschaft, auf den Kosovo. Und dafür ist die Quote von 1,5 auf den Kosovo echt gut. Wenn man sieht, zwei Siege, zwei Unentschieden, 8 Punkte gegen zwei Niederlagen, zwei Unentschieden, 2 Punkte. Und ja, wie gesagt, wir können uns gern dann mal die Malta-Mannschaft anschauen, ob da irgendwer bekannt ist. Ich denke nicht. Und das Hinspiel bei Kosovo haben die Kosovaren mit 3:1 gewonnen. Da frage ich mich schon auch. Die Malteser haben hier den Ausgleich sogar erzielt durch Andrei Agius. Wer kennt ihn nicht? Und von daher ist es eigentlich ein Mann für die Bundesliga, dieser Agius. Vielleicht einer der kommenden Top-Stürmer. Wo spielt er denn? Hier ist er eingewechselt. Nein, das ist der Libero anscheinend. Sehr, sehr freche Aufstellung mit nur 3 Verteidigern. Der Kosovo natürlich hier mit einem etwas moderneren System. Und deswegen können wir uns sehr wohl darauf einigen, dass Malta dieses Spiel nicht gewinnen wird. Und die Frage ist dann, wie viele Tore gelingt dem Kosovo? Dass Malta ein Tor schießt, ist schon viel. Unter 2 gibt es hier gar nicht, unter 1,5 gibt es keine Quote. Man könnte hier spekulieren, dass sie gar nicht treffen, aber das ist auch eine fast zu niedrige Quote, wenn sie auswärts schon getroffen haben. Und von daher gehe ich davon aus, dass der Kosovo 2 Tore oder mehr schießt bei einer Quote von 1,79. Und das gefällt mir dann auch besser als Asian Handicap minus 1, denn da ist die Quote leicht schlechter um 0,01. Aber es kommt ja aufs Gleiche raus, damit sie hier mit einem Tor Vorsprung gewinnen oder mit 2 Toren Vorsprung, dass die Wette gewonnen ist, müssen sie auch mehr als 2 Tore schießen oder mindestens 2. Und von daher ist das schon die bessere Wette, auf die Gesamtzahl der Tore des Kosovos zu setzen. Wäre ich Kosovari selbst, würde ich sogar auf Kosovo Asian Handicap setzen. Die Quote mit 2,38 bei minus 1,5. Das heißt, wenn der Kosovo mit 2 Toren Vorsprung gewinnt, ist das gewonnen. Als Einzelwette absolut zu vertreten. Aber einen habe ich noch. Zypern gegen Bulgarien. Hier sind die Bulgaren ja gar nicht mal so krass favorisiert, wie man jetzt vom Namen her vielleicht meinen müsste und auch von der bisherigen Leistung in dieser Gruppe C, Gruppe 3. Und da sind die Bulgaren auch im Hinspiel zu Hause gegen Zypern vorne gewesen mit 2:1. Jetzt auf Zypern ist es vielleicht da ein anderes Spiel, aber im Großen und Ganzen sollten die Kroaten, das wären sie wohl gerne, aber die Bulgaren hier auch sich anständig aus der Affäre ziehen. Als Einzelwette auf die Bulgaren zu setzen, finde ich okay, überzeugt mich jetzt nicht vollkommen, weil ich auch schon von den Bulgaren oft enttäuscht wurde, oder was heißt oft, aber ich hatte schon ein, zwei Mal das Vergnügen, dass ich sie überschätzen durfte. Und das wird mir jetzt nicht passieren, deswegen bin ich hier vorsichtiger. Aber es kann schon sein, dass in diesem Spiel mehr als 2 Tore fallen. Dann würde man bei 2 Toren das Geld zurückbekommen. Bei einer 1,72er-Quote ist das schon mal okay. Zypern hat in Bulgarien getroffen, könnte natürlich auch zu Hause treffen. Aber ob sie dann auch 2 Tore schießen, das halte ich jetzt auch mal ein bisschen für zu übertrieben. Und dann ist diese Wette auch nicht unbedingt gewonnen. Da ist die andere Wette besser, dass man davon ausgeht, dass es vielleicht wieder ein 2:1 wird für Bulgarien diesmal oder so. Oder auch für Zypern, dann hat man bei über 2 auf jeden Fall gewonnen. Und ist in dem Fall vielleicht auch die bessere Wette, als wenn man davon ausgeht, dass Bulgarien hier 2 Tore oder mehr schießt, damit man diese Wette zur gleichen Quote gewinnen würde. Und da ich mir nicht vorstellen kann, dass Zypern das gewinnt, könnte man auch auf Asian Handicap 0 auf Bulgarien gehen. Das heißt, man würde beim Unentschieden die Wette als Quote 1 in der Kombi haben und die Kombi würde nicht platzen. Und das ist doch einfach die beste Option, denn
das Spiel hört sich für mich jetzt auch nicht nach einem Torfestival an. Alles in allem habe ich jetzt diese 6 Wetten hier und darauf setze ich eine Einheit und viel Glück. Und das Besondere bei VBET ist ja, wenn man nur 5 dieser 6 Spiele in der Kombi richtig hat, dann greift die sogenannte Expressversicherung und man bekommt seinen Einsatz in Form einer Gratiswette zurück. Aber wir wollen natürlich diese Wette gewinnen. Und wer sich über den Link in der Videobeschreibung bei VBET anmeldet und einmalig 25 Euro umsetzt, der kommt dauerhaft kostenlos in unsere Facebook-Gruppe 2xBet oder wer will auch in die NBA-Prognosen-Gruppe von Chris Custodian. Dauerhaft kostenlos in unseren Facebook-Gruppen mit der Anmeldung über VBET. Hohe Quoten, modernes Design, attraktive Promotion.